Euch gefallen unsere Videos? Dann kennt ihr nun einen winzigen Teil von The Simple Club. Übungsaufgaben, Lösungswege und Spickzettel zum Download. Checkt jetzt ab auf thesimpleclub.de. So Leute, heute lernen wir, was ein Aktiv-, was ein Passivtausch ist und was damit in der Bilanz passiert. Ihr wisst ja jetzt, was eine Bilanz ist. Wir haben sie euch hier nochmal abgebildet. Links seht ihr alle unsere Aktiv- und rechts all unsere Passivkonten. Bei einem Tausch nimmt allgemein ein Konto an Wert zu, während ein anderes auf derselben Bilanzseite um denselben Betrag abnimmt. Quasi als würden wir eine Flasche Wodka mit einer Flasche Gin zum selben Preis tauschen. Warum geht's hier immer um Saufen? Die Antwort: ohne Alk würde ich das hier nicht überleben. Okay, übertragen wir das Ganze mal aufs Geschäftliche. Es liegt folgender Geschäftsfall vor. Wir bekommen unsere Forderung bei einem Kunden in Höhe von 4.000 per Überweisung bezahlt. Das heißt, es sind unsere beiden Konten Bank und Forderung auf der Aktivseite betroffen. Unsere Forderung wird weniger, wird also im Haben gebucht, während sich unser Bankkonto erhöht, also im Soll. Daher lautet der Buchungssatz Bank an Forderung 4.000. Das Geile daran ist, dass sich unsere Bilanzsumme ganz unten sowohl bei einem Aktiv- als auch bei einem Passivtausch nicht verändert. Das Gleiche können wir auch mal auf der Passivseite machen. Schauen wir uns folgendes Beispiel mal an. Achtung, Nase hoch und aufpassen. Ein Lieferant wandelt seine Forderung in Höhe von 10.000 gegenüber uns in ein Darlehen um. Hä? Was? Forderung ist doch aktiv. Das ist wahr, aber es ist seine Forderung gegenüber uns. Also haben wir eine Verbindlichkeit gegenüber ihm. Per. Deswegen sind unsere beiden Konten Darlehen und Verbindlichkeit betroffen. Unsere Verbindlichkeit verringert sich um 10.000, während sich unser Darlehen erhöht. Das heißt, unser Buchungssatz lautet Verbindlichkeit an Darlehen 10.000, weil, wie bekannt, sich Passivkonten auf der Sollseite verringern. Was müsst ihr aus dem Video mitnehmen? Bei einem Aktivtausch erhöht sich ein Aktivkonto, während ein anderes um den gleichen Betrag abnimmt. Bei einem Passivtausch gilt dasselbe Prinzip. Sowohl ein Aktiv- als auch ein Passivtausch ändern unsere Bilanzsumme nicht. Für die Buchungssätze müsst ihr euch die Eigenschaften von Aktiv- und Passivkonten anschauen und gucken, welches Konto jeweils abnimmt und welches jeweils zunimmt. Bei Aktivkonten werden Zunahmen im Soll, Abnahmen im Haben gebucht. Bei Passivkonten ist es genau andersrum. Merkt euch den Buchungssatz Soll an Haben. So Leute, wenn ihr noch mehr zur Bilanz wissen wollt, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de oder ladet euch unsere App runter. Bis gleich!